Freunde. Da seid ihr wieder zurück auf unserem Kanal. Ich habe mich in diesem Sack versteckt. Nein, das stimmt nicht. Ich bin immer noch hinter der Kamera. Aber es ist eine kleine Ratestunde. Was ist in diesem Sack? Wir geben einen Hinweis. Nadine, kannst du bitte diesen Hinweis ins Bild bringen? Ja, naja. Das ist auch nicht so schlimm. Ihr habt ihn gesehen und habt es erraten. Wir haben uns ein Faltboot besorgt und wollen heute paddeln gehen. Das heißt, unsere neue Rubrik Paddeln ist hiermit eröffnet. Also, ich weiß bis zu dem Zeitpunkt gar nicht, ob wir Rubriken haben. Wahrscheinlich nicht. Jetzt schon. Aber wir wollen einfach paddeln. Paddeln gehen. Wir wollen einfach paddeln gehen. Mit unseren Körpern und Tüten. Sonnenbrillen. Und Sonnenbrillen. ja, zu diesem Zweck werden wir mal von Dresden aus die Elbe hoch mit dem Zug nach Paschanau. Mhm. Und dort versuchen wir dann, also wir versuchen es, das Boot aufzubauen. Das ist ja auch unser erstes Mal. Mhm. Werden euch daran teilhaben lassen. Werden dann zwischendurch noch Informationen droppen, die wir recherchiert haben zu diesem Zweck. Und dann schippern wir die Elbe runter, soweit wir denken, wir schaffen und überhaupt. Soweit wir Bock haben, oder? Könnte sein, ja. Und dann werden wir mal weitersehen. Das heißt, wir fangen jetzt erstmal an. Wir düsen erstmal los. Ich werde mir erstmal diesen Rucksack aufsetzen. Ihr dürft auch daran teilhaben. Nadine wird es bestimmt gleich mal filmen. Ich film das. Filmen, ja. Gern für dich. Okay. Ich habe schon Strohbälle geschoben und bin Rad gefahren. Und wir waren wandern. Das heißt, ich habe bewiesen, dass ich unglaublich stark bin. So, es könnte doch sein, dass der nächste Schnitt im Krankenhaus ist. Wir werden es gleich erfahren. Ja, da gibt es natürlich verschiedene Methoden, sich so ein Ding aufzubocken. Ich mache das mal aus den Knien raus. Ich weiß nicht, ob das orthopädisch so korrekt ist, aber ich mache das mal. Also ich gehe mal hier runter und mache das mal so. So, das Ding wiegt natürlich jetzt zusammen knapp 22, 23 Kilo. Das schaffen wir jetzt ins Auto, fahren damit zum Bahnhof P&R und nach Paschanau. Also bis gleich. Nur wenige Minuten später. Schaffen wir das Ding mal in den Zug, hä? Ah. Haben es geschafft, auf dem Bahnhof hoch. Ich bin nicht die Treppen gestiegen, weil der Aufzug muss halt auch mal benutzt werden, wegen zum Testen und so, der überhaupt noch geht. Und sonst wäre das natürlich kein Problem gewesen, ist ja klar. Hallo? Ja, es sind noch mehr Leute auf dem Bahnhof, ist unglaublich. Fahren jetzt gleich mit dem Zug los und sehen uns dann in Bad Schandau. 346 Minuten später. Also den Weg vom Bahnhof hierher haben wir euch erspart, weil ihr wollt mich nicht leiden sehen. Also, ich glaube, so ein Rucksack ist ja eigentlich ganz nice, aber das erste Fazit ist, ein Wagen ist schon deutlich besser. So, wir sind doch nicht ganz alleine hier. Wir haben einige Leute die Idee, hier mit dem Boot auf der Elbe zu düsen. Wir werden uns jetzt mal einen Aufbau machen. Das heißt, ihr werdet gleich sehen, wie wir hier hart rumnuben. Ich würde auch vorschlagen, wir fangen damit direkt an. Und gucken mal, was so drin ist. Und die Nadine, die hält die Kamera. So, ich mach mal auf. Das ist ein Alle 18 von Bergens, einer norwegischen Firma. Bergens, ich glaube Bergens wird es ausgesprochen. Die machen schon seit den 70ern oder frühen 70ern diese Boote, Faltkanus oder Faltkanadier heißen die ja korrekt. Das Teil 18, sind 18 Fuß. Ein Fuß ist 30 cm, das ist also 5,50 m lang. Haben wir schon mal einen Schwamm fürs Wasser aufsaugen, wenn doch mal Wasser drin ist. Kommt der Wasser rein mit Spritzen, Paddeln und so weiter. Die sogenannte Kanutonne für Handy-Wertgegenstände. Braucht man auch, damit die nicht nass werden. Sollte man doch kentern. Das sind natürlich alles theoretische Informationen, die ich mir angeeignet habe. Dann geht es mal weiter. Wir haben noch ein Sitzbrett, Marke Eigenbau. Wir bauen es mal mit ein, weil ich einfach wissen will, ob es funktioniert. Weil wir wollen eventuell dann halt mit der Familie und mit den Kindern auch mit. Düsen. Wir selbst brauchen es heute eigentlich nicht. Sieht ein bisschen aus wie ein Skateboard.
Dann haben wir hier das Gestänge für die Sitze und ebenso für das Sitzbrett. Dann kommen gleich nochmal die Sitze. Das sind Gesundheitssitze. Ja, so heißen die. Eins ist ganz tief drin. Ich hol's raus. Was man dazu wissen muss, ist, dass ein Kanadier im Knien gepaddelt wird. Das heißt, die Sitze sind so flach, dass man da mit seinem gesamten Körpergewicht auf den Knien rumhängt. Man kann die dann in der Höhe einstellen und im Winkel. Man kann natürlich auch sitzen, weil wie gesagt, ein Kanadier ist ein offenes Boot, anders als ein Kajak, was einen geschlossenen Rumpf hat oder Bootskörper. Ein Gummihammer, um das Gestänge in Form zu bringen. So, und dann hole ich mal den Rest hier raus. Da haben wir hier ein Alu-Gestänge. Das sieht alles extrem martialisch aus, aber eigentlich ist es gar nicht so schwer. So, da haben wir ja schon mal was vorbereitet. Die haben uns nämlich nummeriert, weil wir schlau sind. Die sind zwar mit Nummern eingestanzt, also nummeriert sind die schon von Werk ab, aber dadurch, dass es eine Einstanzung ist, sieht man das schlecht. Wir haben es leider in der Reihenfolge nach nummeriert, so wie wir es brauchen. Dann haben wir hier die Bootshaut. Und zu guter Letzt die Bodenplatte, also das ist ja keine Platte, aber das ist eine Schaumstoffmatte, Bodenmatte, ich weiß gar nicht, wie ich offiziell heißt gerade. So, der kleine Rucksack hier, den nehmen wir dann mit auf dem Boot. Wir werden das jetzt sortieren und hinlegen, so wie das quasi die Anleitung das vorgibt. So wie wir das quasi, oder wie ich das recherchiert habe, ist angeblich gar nicht so schwer. Nur beim ersten Mal könnte es noch ein bisschen straff sein, weil die Bootshaut muss ich irgendwie noch dehnen. Naja, das machen wir jetzt mal. So, noch mehr Gestänge. Das haben wir noch nicht ausgepackt. Muss man doch noch machen. Ja, wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir das gemeinsam machen. Das heißt, die Kamera haben wir mal abgestellt. Das erste, was wir machen, wir sortieren es mal. Also wir haben ja schon gesagt, dass wir es nummeriert haben. Das machen wir mal zuerst. Unbedingt. Und jetzt kommt der Zeitraffer. Dann geht's los. Zuerst kommen die Dollborde rein, das ist quasi der Rand oben. Dazu sei noch gesagt, da wir auf der Elbe schippern, müssen wir eigentlich angeblich einen Bootsnamen dran haben. Habe ich vorbereitet, konnten wir auch noch nicht. Ich bin mal gespannt, ob uns die Wasserschutzpolizei aufgreift und inhaftiert oder so. ich würde sagen, von einer Seite wird es halt reingeschoben. Das ist egal, auf jeden Fall brauchen wir es nicht in der Mitte, die Stange. Wir müssen es noch dahinter schieben. So, und die Plastikteile müssen quasi in den Aussparungen zu sehen sein. Ne? So. Und dann ist die andere Seite dran. Ja, also hier ist quasi darauf zu achten, dass die Seiten gleich breit sein, wenn man das hier so einschlägt. Und das ist jetzt hier die Handbreit, also passt. Als nächstes kommen die Steven rein. Genau, so. Kommen die langen Kerls rein. Erst das. Ja.
haben es dann mal geschafft. Zwischendurch war der Akku alle. Das heißt, das ganze Ende habt ihr noch nie gesehen, aber das können wir mal kurz durchgehen. Also wir haben noch die Sitze montiert, die waren schwieriger als wir gedacht haben. Ansonsten, naja, ein paar Spanngummis reingemacht. Alles noch nicht perfekt, gibt es bestimmt bessere Lösungen. Schwammhammer, um Wasser rauszumachen. Unsere Kanutonne für die Wertgegenstände, dass die nie untergehen. Paddel, ein Seil. Und jetzt werden wir das Ding mal ins Wasser hieven und dann paddeln wir los. Genau, wir haben keine Schwimmwesten, das ist natürlich nicht so geil. Aber das holen wir noch nach. Wir werden mal sehen, wie es geht. Also wir haben, wie gesagt, auch die Mittelbank nochmal montiert. Das ist wirklich erstaunlich groß. Also wir können auf jeden Fall 4 Erwachsene eigentlich auch rein, theoretisch. Locker. Naja, über 400 Kilo kann das so tragen. Wir werden sehen. Wir werden mal losdüsen. So, abstoßen. Du? So, hinter uns ist frei, vor uns ist frei. Na los. Wie jetzt da los? Und wir lenken. Bogenschlag, das was du machst, ist schon Bogenschlag. Hast gelernt, ne? Ich hab keine Ahnung, was ich mache. Keine Ahnung. Komm, mit Düsen. Ja, du kannst erstmal den hinterher, ist ja kein Problem. Oh, ist das geil, Schatz? Du brauchst eigentlich, also. Wir sind doch relativ stabil. Da kannst du entspannt hier sitzen, oder? Das ist da voll gut. Genau. Ist das geil. Wir haben unser eigenes Boot, Schatz. Gib Gummi. Ich find's krass, wie krass stabil dieses Boot ist. Also kannst du machen? Naja, ich meine, weil du sagst, du steuerst, aber. Ach, wir spielen das schon noch ein. Ich fühle mich besser, weil ich da mithelfen kann, wenn ich das so sehe, weißt du? So, jetzt müssen wir uns mal ein bisschen querstellen. Okay. Einparken! Mal ziehen, in Richtung Wasser ziehen. Ja. Okay. Nee, das war mein Fehler, weil ich wollte eigentlich, du musst dich bei den Wellen möglichst mit dem Bug oder mit dem Heck. Ja, nicht seitlich. Hallo, servus, Prost, bald.
Schöner Hut. Ebenso wollte ich vor allem sagen, aber hat er noch einer eine Mütze? Wir sind jetzt an der Festung Königstein. Ja. Hallo. Ja, wir haben eine Pause gemacht in dem Kurort Rathen. Leider haben wir vergessen, dort zu filmen. Deshalb machen wir mal einen Nachtrag. Da hinten wird fleißig gepaddelt. Das bin ich. Na? Ich bin extremer Motor. Ja, ich habe gesagt, es wird gepaddelt. Also los, paddel. Tu deinen Job. Du musst die Trommel schlagen. Warte. Wenn es funktioniert. Ja, da war auch gerade viel los in Rathen. Die Fähre fuhr, ein Dampfer kam, einer mit dem Schlauchboot hat uns fast umgewedelt. Ja, aber alles super, es macht Spaß und wir machen jetzt mal weiter. Die beste Kulisse, ja. Ja, sowieso. Ich schwenke noch mal rum. Habt ihr schon ein bisschen was gesehen? Hä? Mhm. Ah. Kann man sogar die Postei sehen? Ah, ja, warte mal. Genau. Hat jemand eine Leiter hingebaut? Da sind auch Leute, die klettern da hinten am Felsen rum. Genau. Also, wir melden uns wieder. So, ich habe zwischendurch tatsächlich auch Fisch gefangen, das habe ich jetzt natürlich nicht gefilmt. Also war nur ein kleiner Barsch, den kann man leider nicht essen, zu klein, zu dumm gehakt. Aber jetzt geht es mal weiter nach Wählen. Und das, was ihr hier seht, das ist Wählen. Vorne ist die Fähre, die werden wir dann gleich mal passieren und mal schauen. Tja Leute, ich bin auch schon gespannt, wie es ist, was den Ton angeht. Das gute alte GoPro-Mikro. Bin auch gespannt, was das leistet. Ah, es ist ein schöner Tag, ist eigentlich unglaublich, oder?
können wir doch chillen. Mahlzeit. Vogelgesang gelandet. Das sind 17 Kilometer genau von Bad Schandau entfernt. Dafür haben wir geschmeidige 3 Stunden 20 gebraucht. Naja. Genau, wir haben auch geangelt und gechillt. Also habt ihr dann gesehen, Jerry Bond ist das Boot ab. Wir sehen, wie lange es dauert. Das hat sich auf jeden Fall bewährt, war super geil. Ich bin mega begeistert. Und wir sind jetzt quasi warm gemacht für unsere Spreewald-Tour in 2 Wochen. Genau. Das werdet ihr dann höchstwahrscheinlich dann auch als nächstes sehen. Bis nächste Woche sozusagen. Genau. Gibt es sonst noch was zu sagen? Nö, es war schön, wir sind sehr entspannt und ja. Gibt es hier ein Fazit schon? Das Boot ist geil. Wir haben alles richtig gemacht. Schwimmwesten werden wir uns noch zulegen, für alle Fälle. Ja, ein paar Kleinigkeiten vielleicht, aber die sind nicht der Rede wert. Genau. So ist es. Also bis nächste Woche. Ciao. Ciao.